So. Hi, Mana. Naja, Multichat scheint zu funktionieren. Ich sehe alle eure Nachrichten in einem Fenster, das ist gut. Ich habe meine Getränke trinken nicht vergessen. Das Blöde ist, ich weiß nicht mehr, was was ist. Ich habe ein Eistee und einen Energy Drink. Es ist auch relativ wurscht, ehrlich gesagt, was was ist. Aber ich werde es gleich schmecken. Ah, da ist mein Eistee. Das ist mein geliebter Matcha-Minz-Eistee. Oh, ich könnte mich einfach reinsetzen in das Zeug, ohne Scheiß. Ich muss mich echt immer ein bisschen bremsen, dass wenn ich mir so Matcha-Minz-Eistee hole, wenn ich den zu Hause habe, dass ich das nicht innerhalb von kürzester Zeit literweise wegtrinke. Köstlich. Ja, alle Streams landen ja natürlich auch wieder auf YouTube. Ich versuche jetzt immer, das am Wochenende hochzuladen. Freitag bis Sonntag sowas. Also da wird nix verkommen lassen. Da verpasst du höchstens ein paar Pausen oder sowas, die ich rausschneide. Okay, dann schauen wir jetzt mal durch die Türen. Matcha ist nicht so meins. Ja, kann ich verstehen. Also was heißt verstehen? Ich kenne auch Leute, denen ist der Minzgeschmack auch zu intensiv bei dem Matcha-Minz-Ding. Habe ich auch schon gehört. Aber ich finde es super lecker. Ansonsten kann ich Apfel sehr empfehlen. Apfel ist auch sehr lecker, mag ich auch wirklich gerne. Und ist nicht so, wie soll ich sagen, so besonders, so anders als Matcha-Minze, sondern eher gewöhnlicher, sagen, ne? Eher ein konventioneller Geschmack. Er ist tot, Jim. Ist das Spiel eigentlich lautstärketechnisch okay? Ist es hörbar für euch? Bei mir ist es nämlich sehr leise. Es sieht auch, die Ausschläge sehen auch ein bisschen leise aus, ne? Im Vergleich zu mir. Ich glaube, das darf ein Ticken lauter. Wegen Silent Hill 4, da haben wir rumgedoktert. Deswegen, ich erinnere mich. Erinnere dich. Immer wenn ich das sage, muss ich an König der Löwen denken. Ich muss nur gerade den Bildschirm verschieben, weil ich muss zurück auf meinem Desktop. Kurz. So, pass auf. Das Spiel dürfte das hier sein. Ich mach mal ein kleines bisschen lauter. So. Können wir jederzeit wieder leiser schrauben, wenn es ist. Schreit in den Chat, wenn es irgendwie besser oder schlechter geworden ist. Das wäre so witzig, wenn ihr wirklich schreien würdet und ich würde euch wirklich hören, Hallo, Motherfucker. weil ihr zufällig meine Nachbarn seid und wir wussten es nicht. Wie geil das wäre, aber dann würdet ihr mich ja kennen. Ja, okay, nee, das funktioniert nicht. Weil ich weiß ja nicht, wie ihr aussieht, ne? Ich kenne euch ja alle gar nicht. Ihr seid ja, ich kenne nur eure bunten Namen im Chat. Das ist alles, was ich von euch kenne. Und das wäre so lustig, wenn ihr meine Nachbarn wärt und immer meine Streams guckt, aber wir würden es gar nicht wissen gegenseitig. Aber ihr wisst ja, wie ich aussehe. Ihr würdet mich erkennen, deswegen macht das keinen Sinn, leider. Na, schade. So. Das Schachspiel sieht sehr komisch aus, weil nur schwarze Figuren übrig sind. Ich würde sagen, Schwarz hat gewonnen. Ziemlich eindeutig. Ich bin jetzt kein Schachprofi, aber dafür reicht's. Ein Schachspiel. Die Partie endete anscheinend schachmatt. Woran erkennst du das? Ach, warte mal, sind die leicht gräulichen Figuren weiß? Ah, ich dachte, alle sind schwarz. Aber ist das wirklich Schachmatt? Ich bin mir da immer nicht sicher, wie das ist. Ich hab Schach schon mit unterschiedlichen Regeln, was das angeht, gespielt. Man darf doch auch, wenn man bedroht wird. Warte mal. Wer ist jetzt? Ach so, natürlich, der schwarze König ist in Schachmatt. Ich war jetzt noch so drauf geframed, dass Schwarz gewonnen hat, dass ich mir gedacht habe, inwiefern ist denn bitte der weiße König hier Schachmatt? Hä? Nee, natürlich.
Der schwarze König hat ein Problem. Da kann auch der Bauer nichts machen. Okay, ich verstehe. Der König ist in der Ecke und beide Türme. Ja, ja, genau, das verstehe ich schon. Hi, Arthur. Oh ja, das wäre auch gut, wenn ihr schreit, dass ich zu leise bin und dann hört ihr euch gegenseitig und ihr seid Nachbarn. Das wäre lustig, oder? Das wäre auch lustig. Ja, das wäre schon lustig. Das könnte passieren. So würde dieses Gedankenexperiment tatsächlich Sinn machen. Also, jetzt muss ich die Figuren verschieben, damit das so ist wie auf dem Schachbrett. Ich schaue es mir nochmal an. Der schwarze König steht in der Ecke, weiße Türme you da want hinten. Stars? I'll give you stars. Das steht eh schon fast richtig, ne? Eigentlich müsste nur der Turm rüber. Aber damit ich den verschieben kann, wo er hingehört, der Turm, sage ich schon, der König, muss ich leider alles andere nochmal verschieben. Blamo. Hey, Pistolenmunition. Die nehme ich mal mit, weil ich bin immer zu faul, Inventar zu managen, ne? Deswegen hortet Billy die ganze Pistolenmunition und Rebecca gebe ich immer nix. Warte mal. Oder auch nicht? Andersrum? Ist es andersrum? Nee, jeder. Ja, jeder soll Pistolenmunition. Eine Pistolenmunition ist für alle da, finde ich. Rebecca, schieb jetzt den Bauern. Oh oh, das hätte ich nicht machen sollen. Wegen dem Schachrätsel hatte ich mal einen Gamebreaker. Oh nein, das ist ja blöd. Inwiefern? Oh mein Gott, ich hasse es, dass ich immer die falschen Knöpfe drücke in diesem Spiel. Wirklich. Aber ich kann mich noch erinnern, das Problem hatte ich einfach schon immer. Schon beim ersten Mal spielen auf dem GameCube bis heute. Immer wieder. Und jetzt sind wir vergiftet. Ah, damn it. Und ich kann mich nicht entgiften. Hey, ich habe wirklich noch kein blaues Kraut gefunden. Okay, ich darf also die anderen Figuren nicht bewegen, oder was? Wegen dem Gas hatte ich mal einen Gamebreaker, weil es kein Gegengift mehr gab. Ja, ja. Und ich hab mir auch gerade gedacht, oh, das ist jetzt irgendwie doof, ne? Ich spiele jetzt mal weiter, aber ich hoffe, dass wir bald irgendwie ein Heilmittel finden, weil sonst habe ich da auch ein Problem. Wir können zum Glück neu laden, wenn es wirklich ist. Aber gut. Was hast du mir angetan? Jetzt habe ich auch wieder mit Resident Evil Zero und Silent Hill Room angefangen. Oh, mhm. Ja, ich hab so ein bisschen drüber nachgedacht wegen Resident Evil Zero. Never beim letzten Mal spielen habe ich gemerkt, dass ich ein bisschen genervt war von dem Spiel. Und da hat es mich auch genervt. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin ein bisschen zu streng mit dem Spiel und ich bin ein bisschen unfair, weil eigentlich finde ich es nicht schlecht. Eigentlich finde ich es wirklich nicht so schlecht. Es ist schon das Schwächste der klassischen Resident Evils. Aber es ist eigentlich wirklich okay. Es ist wirklich in Ordnung. Und ich glaube, ich bin auch gerade ein bisschen klassischen Survival-Horror übersättigt, muss ich auch dazu sagen. Nachdem wir jetzt wirklich, das ist ja das Letzte. Wir spielen hier das Letzte, chronologisch vom Release her gesehen, das letzte klassische Survival-Horror-Spiel. Ich rechne jetzt mal Outbreak nicht mit, weil das ist ja ein bisschen mehr Action und man wechselt öfter die Szenerie und so weiter. Und wir haben jetzt schon wie viel 7 andere davor gespielt und ich glaube schon langsam und auch Silent Hill und so und ich glaube schon langsam bin ich so, ah, jetzt könnte ich auch mal wieder was anderes spielen, so ungefähr. Und ich glaube, das kommt gerade so mit rein in meine Bewertung von Resident Evil Zero und deswegen Zero. Und deswegen bin ich, glaube ich, strenger, als es das Spiel verdient hat. Aber gucken wir mal, wenn wir zu den mutierten Affen kommen, weil ich kann mich erinnern, dass ich die Passage so gehasst habe, dass ich das Spiel mehrmals an der Stelle wieder abgebrochen habe. Markus Tagebuch 1, 4. Dezember. Geschafft! Das neue Virus! Wir haben es Progenitor genannt. Am liebsten würde ich sofort detaillierte Untersuchungen anstellen. Moment mal. Das passt aber nicht mehr. Das kommt jetzt darauf an, in welchem Kontext er das geschrieben hat. Sch-
Shepson0n ist jetzt ein Bird Rider. Shepson, vielen, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Dankeschön, das ist sehr nett von dir. Was wollte ich sagen? Das ist jetzt lore-technisch interessant, das Buch, weil das könnte sein, dass das Resident Evil 5 ein bisschen überschrieben hat. Aber gucken wir mal, ob wir das irgendwie, ob das noch in den logischen Kontext kommt. Jetzt gucken wir mal. Also lesen wir es erstmal und dann sage ich was dazu. Geschafft, das neue Virus. Wir haben es Progenitor genannt. Am liebsten würde ich sofort detaillierte Untersuchungen anstellen. 23. März. Spencer möchte ein Unternehmen gründen. Mir soll es egal sein, solange ich meine Progenitorarbeit fortsetzen kann. Er kann tun, was er will. 19. August. Spencer bittet mich ständig, die Ausbildungsstätte eines neuen Unternehmens zu leiten. Vielleicht ist es wegen des Unternehmens, doch er wird immer aufdringlicher. Könnte ich das Ganze zu meinem Vorteil nutzen, um alle Geheimnisse des Virus zu erforschen? Brauche ich eine besondere Anleitung, einen Ort, an dem ich ungestört bin? 30. November. Zur Hölle mit Spencer! Heute hat er sich wieder mal bei mir beschwert. Er hält Progenitor nur für ein Mittel zur Geldbeschaffung. Was für ein Narr! Soll sein Einfluss größer werden, wird meine Arbeit darunter leiden. Um Progenitor richtig entwickeln zu können, muss ich meine eigene Position stärken. 19. September. Endlich! Es ist mir gelungen, auf Basis von Progenitor ein neues Virus zu erschaffen. Das Geheimnis liegt in der Kombination mit Egel-DNA. Ich nenne dieses neue Virus T für Tyrant. Das ist der Name T für Tyrant. Das wäre auch ein guter Name gewesen. Es ist der T für Tyrant-Virus. 23. Oktober. So geht das nicht weiter. Experimente mit Ratten bringen einfach keinen wirklichen Erfolg. Das einzige geeignete Säugetier für meine Experimente ist der Mensch. Sonst werde ich niemals Fortschritte machen. 15. November. Jemand scheint meinen Experimenten auf der Spur zu sein. Oder bilde ich mir das nur ein? Nun, sollte jemand zu nahe kommen, könnte diese Person mir bei meiner Forschung helfen. 13. Januar. Endlich sind sie reif, meine wunderbaren Egel. Ich wollte schon Engel lesen, aber also er meint das auch, glaube ich, so gefühlt. Ich habe seine Gefühle, ich sehe in dem, wie er das Wort Egel geschrieben hat, weiß ich, dass das seine Engel sind. All diese Minderbemittelten werden niemals ein solches Glücksgefühl und solche Zufriedenheit verspüren. Jetzt kann ich endlich gegen Spencer vorgehen. Bald habe ich das Sagen. 31. Januar. Ups, ich bin tot. Ende. Nee. Den Sicherheitsgeräten zufolge gab es einen Eindringling. Anscheinend hat jemand nach Tee und meinen Egeln gesucht. Narr! Zweifellos. Die Arbeit von Spencers Team. 11. Februar. Heute fand ich am Laboreingang erneut Hinweise auf Eindringlinge. Wenn sie hinter dem Virus her sind, muss ich sie irgendwie loswerden. Vielleicht sollte ich William und Albert bitten, das Übel auszuräuchern. Das sind ausgerechnet die falschen Personen, mein guter Marcus. Sie sind die einzigen, denen ich vertraue. Das sind ausgerechnet die beiden, denen du nicht vertrauen solltest, mein guter Marcus. Und meinen geliebten Egel natürlich. Aber Spencer, das Problem wäre damit nicht gelöst, oder? In der nächsten Besprechung werde ich Tee präsentieren und meine Belohnung einfordern. Okay, ja, das ist okay. Das ist schon okay. Das ist jetzt nicht besonders problematisch für die Resident Evil Lore oder sowas. Das wurde offensichtlich in Resident Evil 5 ein bisschen geredconnt, weil es liest sich hier so, als wäre Progenitor seine Kreation im Labor. Aber es wird nicht irgendwie spezifisch genannt. Da kann man schon dazu dichten, dass das, was er da geschrieben hat, von wegen, wir haben es geschafft, der Progenitor-Virus sich darauf bezieht, dass die in Afrika waren und da bei einer Expedition die Blume gefunden haben und da den Virus extrahiert haben. Na, liest sich anders, aber passt schon, würde ich sagen. Kann man lassen. Ich liebe es, wie du Marcus vorliest. Ich wette, nachdem er das alles aufgeschrieben hat, saß er mit dem dunklen violetten Kappe an der Orgel und hat dramatische Musik gespielt. Ich glaube auch. Dankeschön, Slenderrex, für die Bits. Super, super nett von dir. Yay. Okay.
Ah, nochmal einen guten Schluck. Und dann suchen wir jetzt mal Heilmittel. Ich wollte Billy gerade Frankie nennen. Ich weiß überhaupt nicht, was heute wieder los ist mit mir. Same procedure as every year. Every stream, würde ich sagen. Das Lachen am Ende von Satz. Kennt jemand Dark Souls? Kennt jemand Dark Souls? Ich glaube, meine Oma kennt Dark Souls. Meine Oma ist tot. Aber da wird es dann doch schwierig, glaube ich. Aber ja. So. Einen Raum hätten wir noch. Ich hoffe, da ist Kraut drin. Bits gibt's auch bei YouTube? Nee, Bits gibt's nur auf Twitch. Ich stream hier doppelt, ne? Zweifach stream. Auf YouTube gibt's Superchats. Das ist basically ähnlich. Hey, Kappa, Kappa, hey, Kappa, Kappa, hey. Oh, guck mal. Das ist aber nett. Wisst ihr, das ist nettes Game Design. Dass die sagen, okay, wir machen in dem einen Raum eine Falle, wo man vergiftet wird. Und dann hat irgendjemand anders gesagt, ja, boah, ist aber ein bisschen nervig auch, oder? Warum denn gleich vergiften? Und dann hat er gesagt, ja, aber dann stellen wir einfach in den nächsten Raum zwei blaue Kräuter und dann passt's wieder. Und dann hat die andere Person gesagt, na, meinetwegen. Verwenden. Oh, das war aber auch höchste Zeit. Heieieiei. Schnell. Ah, nicht kombinieren, verwenden. Uiuiuiui. Hallo, Frankfurter Bub. Ist mir bei Diablo 4 aufgefallen, dass dort ein Artwork von Resident Evil eingeflossen ist. Was? Wirklich? Das war ein knappes Höschen. Ich musste gerade so lange nachdenken und überlegen, weil ich habe heute so eine ganz kurze Hose nur an. Deswegen habe ich mir gedacht, bin ich versehentlich aufgestanden oder was? Okay, das hat mich gerade kurz irritiert. Was haben wir hier hinten? Sieht aus wie eine Art Chemikalie. Ins Mischset geben. Okay, grüne Chemikalie im Mischset. Nice. Ich habe nämlich wirklich ein knappes Höschen an heute, kann man sagen. Das ist so ein bisschen der Vorteil, wenn man streamt, ne? Man muss im Grunde nur bis hierher vollständig angezogen sein. kommt drauf an, wie die Kamera ausgerichtet ist. Typisch Homeoffice-Kleidung. Ja, genau, eben. Dieses Artwork mit dem Zombie oder Mensch, der von der Spinne gesteuert wird, das taucht bei Diablo 4 wirklich auf. Ah, den Gegnertyp meinst du? Ich glaube, ich habe Diablo 4 eine Zeit lang gespielt. Ich glaube, ich weiß sogar, was du meinst. Ja, aber ob das jetzt wirklich auf dem Artwork von Resident Evil beruht, ne, das weiß ich nicht, weil das ist jetzt auch nicht so weit hergeholt und so besonders die Idee, dass eine Spinne jemanden auf dem Rücken sitzt und die Person dann irgendwie so kontrolliert. Hi, Irvine. So, wo ist noch eine Rittertür aufgegangen? Da oben. Jetzt schaue ich noch mal schnell, dass ich richtig gehe. Da durch, da runter und das müsste stimmen. Okay. Da lang.
Es gibt mittlerweile so viel Inspiration von Gegnertypen, da guckt, glaube ich, jeder irgendwo ab. Ja, beziehungsweise gibt es ja auch so die Theorie, dass keine wirklich einzigartige kreative Leistung oder kein wirklich einzigartiges Werk überhaupt mehr möglich ist, weil einfach schon alles gemacht wurde. Nein, ich verdrück mich nur dauernd, um Gottes Willen. Alles gibt's einfach schon. Man kann nicht wirklich was komplett Neues erschaffen, weil es schon alles gibt und weil man natürlich auch einfach, weil man halt quasi an der Kultur teilnimmt, inspiriert wird davon, beeinflusst wird davon. Man sieht das, man spielt Spiele, man guckt Filme und unterbewusst brennt sich das natürlich ins Hirn ein. Und dann macht man Sachen, die ähnlich sind wie andere Sachen. Billy. Oh Gott, ja, okay. Naja, genau. So ist das. Wer ist dein Lieblings-Superheld? Muss ich jetzt dran denken, wegen dem Gegner-Artwork, der hieß ja Spider-Man. mein Lieblings-Superheld. Follow me. Ja. Ich mochte schon Batman immer ganz gerne. Ich fand Batman schon immer cool. Ich mochte die alten Batman-Filme. Ich mag die neuen Batman-Filme. Ich mochte die Batman-Cartoon-Serie. Batman fand ich schon immer ziemlich cool. Ich weiß jetzt, müsste ich mal noch drüber nachdenken. Vielleicht fällt mir noch einer ein, wo ich sage, ach nee, warte, das ist definitiv mein Lieblingsheld. Aber Batman mochte ich schon immer. Wolverine mochte ich auch sehr gerne früher natürlich, ne? Eine Nachricht ist in das Bedienfeld eingraviert. Die drei Grundprinzipien der Umbrella Corporation. Wie war das gleich nochmal? Disziplin erzeugt Gehorsam. Gehorsam zeugt Einigkeit. Einigkeit zeugt Glücklichkeit oder irgendwie sowas. Warum? Ist nur mal so in den Raum gefragt. Warum hat eine Pharmafirma, eine pharmazeutische Firma, die an einem Virus erforscht und nach Ebola-Impfstoffen und so weiter und so fort und heimlich Biowaffen macht, warum haben die so ein Planetarium-Dingens? Warum genau ist das jetzt irgendwie für ihre Forschung am Progenitor-Virus wichtig gewesen? Ich sage es dir, die Antwort liegt in den Sternen. Das ist schon sehr, sehr Cthulhu-artig. Sehr Cthulhu-mäßig. Die Antwort kam mir im Traum. Koordinaten für das Weltall. Okay, es gibt mindestens noch eine Rittertür, wenn mich nicht alles täuscht, die sich irgendwo geöffnet hat. Ich weiß nur nicht wo. Weil sie es können, ist eine richtige Antwort, ist eine gute Antwort. Oder vielleicht, weil die ganz einfach irgendein Gebäude gekauft haben, wo das schon drin war. Das könnte auch sein. Aber ich stelle ja nur, ich bin nur hier, um Fragen zu stellen. So, wo? Da ist auf jeden Fall noch eine verschlossene Tür. Ich weiß nicht mehr, was das für eine Tür ist, aber ich gehe da mal schnell hin, weil ich noch mal wissen will, was mit der Tür los ist. Warum steht im Titel Powerrüstung? Weil wir heute noch Fallout 1 spielen und da holen wir uns eine Powerrüstung. Also das ist zumindest mein Plan. Cthulhu in Resident Evil 9. Ich sag, es ist nur eine Frage der Zeit, ich sag's euch. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Cthulhu kommt in Resident Evil. Aha, hier brauchen wir die Wassertür. Und wenn wir alle Schlüssel haben für die Menschen, dann können wir Captain Planet beschwören. Oh Gott, ja. Wir brauchen die Schlüssel hier aus Resident Evil Zero. Feuer und Wasser. Und es gibt bestimmt auch einen Erd- und einen Luftschlüssel. Aber wir brauchen dann unbedingt auch noch den Herzschlüssel.
ist zwar der falsche Resident Evil Teil, aber den bräuchten wir noch. Und dann können wir Captain Keyman beschwören. Captain Keyman, Master of Unlocking. Das ist der True Master of Unlocking dann. Agrocanthosaurus ist jetzt ein Bird Rider. Agro, danke dir für den Sub. Super duper nett von dir, danke. So, wo könnte die Rittertür sein? Wenn ihr es wisst, dürft ihr es gerne sagen, weil, wartet mal. Könnte es einfach die Haupttür in der Haupthalle sein? Hi, Rocket Raccoon. Lohnt es sich, Resident Evil 1 und 0 zu spielen? Hast sonst alle Hauptteile gespielt. Also wenn dir klassische Survival-Horror-Spiele gefallen, dann spiel definitiv unbedingt das Remake vom ersten. Unbedingt. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Und 0 ist auch in Ordnung. Auch wenn ich dauernd die falschen Knöpfe drücke und ich verzweifle und das Spiel manchmal ein bisschen frustrierend ist. Aber grundsätzlich schon cool. Also als Resident Evil-Fan, wenn dir die anderen Survival-Horror-Spiele gefallen haben, wirst du auch das nicht hassen, glaube ich. Wobei manche hassen es. Ich hasse es auch manchmal ein bisschen. Aber es ist schon in Ordnung. Spiel's einfach, dann wirst du es schon sehen. Nee, es ist wirklich in Ordnung. Luftwasser, ja, Avatar, da merkt man den Generationsunterschied, ne? Wahrscheinlich bin ich ein paar Jahre älter als du, Franklin. Für dich ist Luftwasser, Erde, Feuer der Avatar? An das habe ich auch gedacht, aber erst viel später als an Captain Planet, natürlich. Okay, ich habe leider zu viel Pistolenmunition, dass ich das mal sage. Aber ich brauche einfach einen leeren Inventarplatz jetzt schnell. Aus zwei Gründen, weil ich will kurz speichern, aber ich will auch schnell... Bauen wir erstmal schnell die Statue zusammen. Aber ist das so ein Widerspruch? Ist das wirklich so widersprüchlich? Auf den ersten Blick ja, aber wenn ich so drüber nachdenke, gibt es so viele Spiele, die ich gleichzeitig liebe und hasse. Es gibt so viele Spiele, die ich eigentlich toll finde, aber es gibt Elemente, wo ich aus der Haut fahren könnte. Oder Spiele, die ich so gern mag, dass ich sie so oft gespielt habe, dass mich die Kleinigkeiten so aufregen. Insofern finde ich das gar nicht so widersprüchlich, dass ich das Spiel liebe und hasse. Oder lieben ist übertrieben, aber ich finde es ganz gut eigentlich. Aber es nervt auch. Genau, wir brauchen für Captain Planet noch Liebe. Deswegen habe ich ja gesagt, wir brauchen den Herzschlüssel noch. Auch wenn es das falsche Resident Evil ist. Ich bin 39. Ich bin kurz vor 40. Mini-existenzielle Krise, aber geht schon wieder weiter. The show must go on. Nee, ich habe eigentlich, ehrlich gesagt, überhaupt kein Problem mehr damit, dass ich nächstes Jahr 40 werde. Ich habe mich damit abgefunden. Nee, es ist ja wirklich, also ich im Ernst jetzt, ich habe wirklich kein Problem damit. Man macht so seine Scherze von wegen, haha, ich bin jetzt alt, aber mein Gott. Ist bei mir wie mit Dark Souls. Ich hasse es, aber teilweise mag ich es auch. Ja, Dark Souls, Elden Ring, ne? Das ist ein gutes Beispiel dafür. Mein Gott, habe ich die Souls-Reihe oft gehasst. Aber jeder einzelne Teil, auch der zweite, ich finde alle großartig. Die Tür war's. So. Hey, das unendlich grüne Kraut in Code Veronica geht auch in der X, also PS2-Version. Ja, das geht auch bei... Ich habe auch X gespielt. Achtung, lass mich kurz überlegen. Ich habe die GameCube-Version gespielt, aber die ist eine Adaption von der PlayStation 2-Version.
Und insofern, oder beziehungsweise gleichzeitig erschienen, ich weiß es nicht. Und insofern müsste das auch auf der PlayStation 2 erscheinen. Ich meine, ich habe im Hinterkopf, dass dieser unendlich Krautglitch für alles funktioniert, für alle Code Veronica-Versionen. Das wurde, glaube ich, nie gepatcht. Und nicht nur fürs Original. Auf der Dreamcast. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Oh oh. Ein stabiles Drahtgitter. Trotz seines Alters ist es gut in Schuss. Schau. Das sagen die Leute auch über mich. Die Brücke ist in der Mitte durchgebrochen. Jenseits des Abgrunds ist es stockfinster. Wann ist das passiert und warum hat das niemand repariert? Ich meine, das ist irgendwie der Haupteingang in das Ausbildungsgebäude von Umbrella. War der Zug wirklich der einzige Weg da rein? Und wenn ich mich recht erinnere, war der Eingang von dem Zugtunnel sogar blockiert. Der Zug hätte da eigentlich nicht reinfahren sollen. Wie sind wir da überhaupt reingekommen, wenn die Brücke vom Haupteingang kaputt ist? Oder haben die das erst gemacht, als es den Ausbruch gab da drin, damit nichts rauskommt? Möglich, möglich. Okay, nehmen wir uns wieder... Jetzt nimmt sie bestimmt das Heilspray, ne? Ach, ich finde es so gut, dass die die Kiste rausgenommen haben aus Zero. Das war die beste Idee überhaupt. Hey, es gab übrigens fürs Original Resident Evil 1 Pläne. Und beinahe wäre es tatsächlich so gekommen. Und das ist schon irgendwie... Wow, ich weiß nicht, ob Resident Evil so erfolgreich und so populär geworden wäre, wenn sie diese kleine Änderung vorgenommen hätten. Weil es gab Pläne, dass die Kisten nicht miteinander verbunden sind, sondern dass jede Kiste sein eigenes Inventar hat. Und das macht schon viel aus. Diese Kleinigkeit macht schon viel aus. Und ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Binnen. Ich muss sagen, seit wir jetzt hier in dem Haus wohnen und wir einen Garten haben und ich jeden Tag irgendwas im Garten mache und da arbeiten muss und so, habe ich nicht mehr so viel Angst vor Spinnen wie früher. Weil irgendwie ständig überall Spinnen um mich herum sind. Und man gewöhnt sich irgendwie dran. Aber die sind schon ein bisschen eklig. Weil die einfach so groß sind. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Ich finde sogar eigentlich so Vogelspinnen sowieso nicht so eklig wie andere Spinnen, aber ja, keine Ahnung. Hallo Falcon. Mein Dienstag war ganz cool. Ich habe heute viel geschafft, was ich schaffen wollte. Gestern war für mich so ein träger Tag, war ein bisschen frustrierend. Viele Sachen, die ich erledigen wollte, sowohl schöne als auch arbeitstechnische, habe ich nicht geschafft. Das war ein bisschen so mehr. Aber heute habe ich alles aufgeholt und sogar noch mehr. Super cool. Ja. Eine Zombie-Apokalypse. Wird die sich... Warte mal. Ob sich die in echt so schnell verbreiten würde wie der Coronavirus oder sowas war es. Ja. Keine Ahnung. Das kommt, glaube ich, sehr stark auf die Ursache für die Zombie-Apokalypse an. Ich meine, wir in unserer Realität, ne, in den meisten Universen, in denen Zombie-Apokalypsen ausbrechen, wissen die Leute immer nichts von Zombies. Wir wissen genug von Zombies. Wir haben schon so viel über Zombies gesehen. Ich glaube, wir realisieren sehr viel schneller, was los ist. Wir denken uns höchstens so, what the fuck, das kann doch nicht Realität sein. Aber dann sind wir schon voll drin. Jeder von uns hat schon drüber nachgedacht, was man am besten macht im Falle einer Zombie-Apokalypse. Hat schon genaue Pläne, wo verbarrikadiert man sich am besten, wie ernährt man sich am besten, was macht man im Notfall, welche Leute kontaktiert man sofort und so weiter und so fort. Also ich zumindest habe das gemacht. Deswegen würde man wahrscheinlich da schneller
reagieren können als in den meisten Filmen und so weiter. Aber ja. Zombie-Apokalypse. Das ist schon irgendwie eine... Also ich finde das so interessant, weil das ist so eine komplett unrealistische Apokalypse, aber so eine weit verbreitete in der Popkultur und so eine beliebte quasi irgendwie auch, ne? Ich meine, sogar eine Alien-Invasion ist wahrscheinlich realistischer. Ich glaube, dass ein Virus oder eine Krankheit Menschen in kannibalistische Monster verwandelt, ist schon extrem spezifisch. Das ist schon sehr unwahrscheinlich. Da halte ich es für sehr viel wahrscheinlicher, dass eine Alien-Streitmacht kommt und unseren Planeten erobert. Keine Ahnung. Insofern, das ist schon die weirdeste Apokalypse ever. Aber gut, das ist so die alte Idee, die mittelalterliche und bestimmt schon viel ältere Urangst des Menschen vor dem Tod und vor den Toten und dass die Toten zurückkehren. Das ist ja im Endeffekt so das, die Quintessenz einer Zombie-Apokalypse. Naja, und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass ich nächstes Jahr 40 werde. Da schließt sich der Kreis. Angst vorm Altern, Angst vorm Tod, Angst vor Zombies. Als Metapher fürs Sterben. So quasi. Hast du dir den Bart geschnitten? Ja, ich war tatsächlich beim Friseur. Zum ersten Mal seit, ich glaube, ich lüge nicht, wenn ich 15 Jahre sage. Nein, wartet, das stimmt überhaupt nicht. Ich war vor 2 Jahren beim Friseur, aber davor wahrscheinlich schon seit 15 Jahren nicht mehr. Okay, genau. Und ja, genau. Hab mir Bart und Haare und alles stutzen lassen. Ich war zum ersten Mal bei so einem wirklich so türkischen Barbiershop und habe so die komplette Rundumprozedur bekommen. Und ich kannte das alles überhaupt nicht. Und ich fand das schon beeindruckend, als der mir dann mit dem Flammenwerfer die Ohrenhaare weggebrutzelt hat. Flammenwerfer ist ein bisschen überdramatisiert oder so. Dachte ich mir schon so ein bisschen, what the fuck? Ich wusste nicht, ob das cool ist oder angsteinflößend. Beides. Haftanstalt, Liste der Insassen. Matthews K., tot, Entsorgung abgeschlossen. Mitch D., tot, Entsorgung abgeschlossen. Keith W., als Muster präserviert. Savage C., wie heißt denn Savage C.? Was ist das für ein geiler Name eigentlich? Abtransportiert zur Forschungsanlage. Royce M., abtransportiert zur Forschungsanlage. Davis A., als Muster präserviert. Clark A., abtransportiert zur Forschungsanlage. Alan J., abtransportiert zur Forschungsanlage. Terence O., tot, entsorgt. Kate A., abtransportiert zu Arkley Labor. Gary O., tot, entsorgt. Scott S., abtransportiert zur Forschungsanlage. Midget F., abtransportiert. Carrie T., abtransportiert. Roberts A., abtransportiert. Alle abtransportierten Individuen sind aus den aktuellen Akten zu löschen. Na, das habt ihr ja schon mal gut gemacht. Aus der Akte wurden die schon mal sehr effektiv gelöscht. Ich konnte die alle noch lesen. Typisch Umbrella. Dann liegt auch noch offen irgendwo rum einfach. Dankeschön, Franklin. Ich glaube, die Brücke wurde von James Marcus zerstört, um Rebecca und Billy daran zu hindern, zu entkommen. Zu entkommen? Aber das sieht man nicht in der Cutscene, oder? Wenn, dann habe ich das übersehen. Ich warte noch auf ein Dokument, wo die Brückenzerstörung irgendwie noch mal erwähnt wird vielleicht. Naja. In welchem Teil war nochmal der Hinweis auf Ethan? Das war Resident Evil 5, wenn mich nicht alles täuscht. Da heißt ein Forscher, der aber, glaube ich, nee, ich glaube, der ist laut der Liste noch nicht tot, aber quasi zur Beseitigung freigegeben. Und der heißt Ethan W. Aber das ist sehr unwahrscheinlich, dass es sich dabei um Ethan Winters tatsächlich handelt. Das würde überhaupt keinen Sinn ergeben. Und auch vom Alter her ist das schon... Da müsste Ethan schon sehr, 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 sehr jung für Umbrella irgendwo in einer afrikanischen Forschungsbasis gearbeitet haben. Oh Gott, Leute, das ist der Forschungsraum, der alle Regeln bricht. Das ist der verbotene Forschungsraum. Speicherraum, nicht Forschungsraum. Der verbotene Speicherraum, der in der Resident Evil-Reihe meiner Meinung nach nicht existieren dürfte. Weil hier wird die heilige Regel gebrochen, dass man in Speicherräumen sicher ist.
da sie schon die Kiste entfernt haben, ne? Am Entfernen der Kiste merkt man schon, dass die keinen Respekt vor Speicherräumen hatten. Weil Speicherräume sind ein heiliger Ort voller Entspannung und Schönheit und Item-Management. Und das haben die uns schon weggenommen. Und dann kommen hier später auch noch Gegner in diesem Raum. Gegner in diesem... Schreibmaschine und Gegner darf nicht im selben Raum existieren. Das ist ein Resident Evil Naturgesetz. Und das haben die hier einfach gebrochen. Das werde ich denen nie verzeihen. Okay, dann gehen wir mal weiter. Umbrella kriegt es auch nicht hin, ihre Beweise richtig zu vernichten. Hey, es ist mir so ein Rätsel, wie Jill, Chris und Barry so lange nach Beweisen gegen Umbrella suchen mussten. Und letztendlich hat sie dann sogar Wesker eingereicht, weil die anderen es nicht hingekriegt haben, was zu finden. Wie kann man keine Beweise gegen Umbrella finden? Die lassen ihre Beweise basically überall. Hey, ich bin mir sicher, wenn die jeder Mensch, der in den Arklay Mountain spazieren geht, findet irgendein geheimes Umbrella-Dokument rumliegen. Traue ich mich wetten. Naja. Ella Sings ist jetzt ein Bird Rider. Ella Sings, vielen, 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 vielen Dank für deinen Sub. Sehr nett von dir. Indem man Passwörter schreiben kann mit zwei Buchstaben und wenn man einfache Zettel übersieht, die offensichtlich da liegen. Ja, das ist Umbrella. Wird in dem Speicherraum nicht auch geforscht? Vielleicht, in manchen, bestimmt. Aber was, wenn kein Safe Room, weil die Musik nicht stimmt? Aber eine Schreibmaschine ist eine Schreibmaschine. Ich finde, wenn da eine Schreibmaschine ist, bei der man speichern kann, dann ist es per Definition ein Safe Room. Der Raum. Der Raum, in dem man saved, ist der Safe Room. Time to go inside. Ja, die Haupthalle im Remake, ne? Das stimmt. Die bricht auch die Regeln. Hallo, Kater. Ein Kater ist hier. Info zum Stromregler. Der Stromregler ist seit dem letzten Gewitter außer Betrieb. Der Stromverlust ist egal. Doch... leider sind die Geräte im Boilerraum an dasselbe Versorgungsnetz angeschlossen. Ich kann heute wirklich wieder nicht reden. Die Geräte sind so abgenutzt, ich muss sie wahrscheinlich ständig reparieren lassen. Wenn sie schnell raus müssen, setze ich die Anzeige auf 70. Nee, sie. Prüfen Sie aber erst... Gott, setz dich nicht auf die Tastatur. Prüfen Sie aber erst, ob alles an die Kette angeschlossen ist. Oh, liegt da eine riesige Axt? Rebecca, meine ich. Nimm doch die Axt, bitte. Was zur Hölle? Das ist doch wohl die beste Nahkampfwaffe, Zombie-Waffe überhaupt. Oder? Ich meine, Rebecca ist schon ein bisschen klein und so. Aber trotzdem, die könnte die Axt schon schwingen. Aber ich meine, Billy ist doch mit seinen muskulösen Armen dafür prädestiniert, dass er die Axt rumschwingt. Die braucht auch keine Munition? Das ist doch super. Bedienungsfeld Stromversorgung. Sieht aus, als würde dieses Bedienfeld die Stromspannung im Raum kontrollieren. Wo XXTroll unterstrich ist jetzt ein Bird Rider. Boxtroll, danke schön für dein Prime Sub. Billy hat ein Tribal-Tattoo, der kann das eben. Jeder weiß, dass Menschen mit Tribal-Tattoos sehr gut sind, Äxte zu benutzen. Oder so. Schalter 1. Okay, jetzt schauen wir mal. Wir müssen den auf 70 bringen. Ich mach mal auf. Ich mach mal, ne? Up and down. And up and down. Und dann schauen wir mal.
Ich muss mir wieder merken. Es ist komisch, nur manchmal schlägt da irgendwie der YouTube-Sound-Filter automatisch drauf an und sagt mir, hey, urheberrechtliches Problem, das wir hier haben. Deswegen muss ich immer gucken, wie lang der Stream schon läuft, wenn das kommt. Und gerade... Ah, da oben steht's. 51 Minuten. Okay, dann mache ich mal unten oben. Ich glaube nämlich, ich habe im Hinterkopf, dass es so geht, dass es so einfach ist. Aber vielleicht stimmt es auch gar nicht mehr. Oder was heißt nicht mehr? Vielleicht hat es nie gestimmt. Nee, kann überhaupt nicht stimmen. Knapp daneben. Dante 2218 ist jetzt ein Bird Rider. Hurra, Dante, danke schön für dein Prime Sub. Sehr nett von dir. Okay, jetzt passt auf. Dann mache ich jetzt mal ganz was anderes. Dann mache ich jetzt mal. Das erste Up war schon mal gut. Ich glaube, ich mache. Okay, wisst ihr was? Das könnte funktionieren. Wir waren gerade, glaube ich, nur eins drüber, oder? Dann mache ich jetzt Up auf. Das könnte klappen. Ach verdammt, wir waren eins drunter, nicht eins drüber. Und jetzt waren wir zwei drunter. Na, dann ist das nicht richtig. Du bist nicht der erste Streamer, der mir sagt, dass YouTube sich da etwas schwer tut. Ja, das ist immer auch ein bisschen Glückssache. Ich würde Schalter 4 nur umlegen. Was? Aber 4 hat ja fast überhaupt keinen Strom. Ich versuche jetzt mal auf. Wobei 3 könnte ein bisschen zu krass sein, ne? 3 überschreibt ja fast 5 komplett. Okay, nee. Doch. Ja, doch, jetzt passt auf. Jetzt passt auf. Ich mach auf und davon. Nee, bei solchen Rätseln, da will ich die Lösung nicht. Sowas macht mir sogar Spaß, bis zu einem gewissen Punkt. Das ist gut. Aber das könnte sehr gut funktionieren. Wenn meine Berechnungen richtig sind... Nein! Oh, meine Berechnungen sind für den Arsch. Damn it. Okay, wartet mal. 1 ist zu wenig Power. Wir brauchen mehr Power als 1. Aber wenn ich... Aber wenn ich 1 runterdrehe, dann haben wir wahrscheinlich... Ja, ich versuch's mal. Aber dann haben wir vielleicht wieder zu viel, wie ich es mir jetzt denke. Aber dann mache ich mal ab auf. Aber dann könnten wir 1 zu viel haben. Aber vielleicht passt's. Ab. Naja. Ja, haben wir 1 zu viel. Ich wusste es. Nein. Ah, damn it. Dann haben wir wieder 1 zu viel. Okay, wartet. Dann, genau, ich mach mal ganz was anderes. Ich mach mal auf. Im Endeffekt, wenn ich es jetzt nicht schaffe, hole ich mir schnell Zettel und Stift und dann haben wir es gleich. Ja, nee, das geht auch nicht. Ich glaube, ich habe schon langsam alle Kombinationsmöglichkeiten durch, oder? Ich habe meinen Kugelschreiber gestern unten gebraucht. Jetzt habe ich ihn nicht hier oben. Aber jetzt passt mal auf. Ich mache das folgendermaßen. 1 hat einen Wert von 3. So. 2 hat einen Wert von 2. Sehr gut. 3 hat einen Wert von
4. Okay. 4 hat einen Wert von 1. Und 5 hat einen Wert von 5. Wie passend. Und wir brauchen, lass mich schnell gucken, ich glaube 7 wahrscheinlich, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir brauchen 7. Okay, wie kann man das jetzt verrechnen, dass da 7 dabei rauskommt? Wir können machen 5. Und 5 ist 10. Minus 4 plus 1. Also 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 minus 4. Ja, passt. Alles hoch außer die 4. Die 4 nach unten. Das müsste stimmen. 5, 10, 11 minus 4. Okay, alles hoch außer die Nummer 3 quasi. Okay. Tada! Na also. Bam. Hier habt ihr die Lösung. Oder so. Stars. Eigentlich müsste die Lösung sein oben, oben, unten, unten, links, rechts, links, rechts. I give you stars. Oh, das Pustegas im Keller ist weg. Ich kann mich noch grob dran erinnern, dass wir da mal waren. Oh oh, dafür haben wir die Kameras aktiviert. I have already claimed this place for myself, which means you want stars? I'll give you stars. Wie gut die letzten beiden Sounds gerade gepasst haben. Franklin und Trash haben perfekt zusammengearbeitet. Und ich habe gerade genau gelacht, als Marcus gelacht hat. Wir sind alle voll, ne? Und jetzt kommen die Terminator. Die blöden Affen. Ich hasse die Affen. Ich hasse die Affen wirklich. Do you honestly believe this to be the real identity of that crazy young man? Impossible. But if somehow it is true, then Umbrella will be finished. Die Eliminator. If the conspiracy against Dr. Marcus is revealed, Mr. Spencer's career will be over. Not to mention ours, too. So, the time has come at last. Die Lösung war basically 42, ja. Mal 6. 7 mal 6. The biological weapon utilizing the T-Virus has almost been completed. Our only remaining task is to acquire combat. Also durch 6. 42 durch 6 war die Lösung. 42 ist immer die Lösung. I have finished the research on the T-Virus, but I need a little more time to complete the more powerful G-Virus. Sind die nicht quasi Hunter? Genau, das sind kleine, nervige Hunter. For my initial plan and lure the STARS members into the mansion. Their superior combat training should make them perfect test subjects. Als hätten Hunter so richtig nervige Kinder im Teenage-Alter. Das sind die Eliminator. Something must be done about that madman. As I recall, URC is equipped with a self-destruct device in the basement. I'll find it, set it off, and annihilate the place to nothing more than a massive rubble. Ist Resident Evil Zero nicht übelst jank? Aber ist das nicht irgendwie auch Resident Evil einfach? Gehört das nicht auch dazu, dass das übelst jank ist? Aber Resident Evil Zero ist auf jeden Fall der wohl unbeliebteste der klassischen Teile. Das kann man schon sagen. Das auch aus guten Gründen. Aber ich finde es eigentlich insgesamt schon noch ein gutes Spiel. Okay, Billy. Let's go! Guckt, und das hier ist einfach illegal. Das gehört verboten. Darf ich jetzt speichern? Ah, ich kann das Objekt nicht mehr tragen.
Wow, dass das echt geklappt hat, jetzt wundert mich. Rebecca braucht Hilfe. Na, aber es ist doch wohl genug Zeit, dass man kurz in die Schreibmaschine tippt. Billy 009. Neue Zeile. Naja, okay, dann halt nicht. Rebecca schafft das schon. Ich wollte gerade sagen, ob wir jemals wieder die Pistolenmunition aufheben können. Das ist jetzt eher die Frage. Aber guckt, Billy macht das schon. Überleg mal, wie anstrengend das für das Orchester sein muss, die ganze Zeit hier so zu spielen. Ja, das sind Profis, die schaffen das. Das fände ich mal voll witzig, wenn das gehen würde. Mario 64 hatte ja schon die sehr coole Idee, dass man in Spiegelungen den Kameramann sehen kann. Ne, dieser kleine Lakuto auf seiner Wolke. Das ist ja schon super lustig. Aber wie cool wäre das, wenn immer so gerade außerhalb der Kamera ein Orchester wäre, die irgendwie hier spielen, die Musik. Und wenn man die Kamera ganz schnell dreht, kann man manchmal noch so ein paar Leute mit einer Flöte sehen, wie sie schnell aus dem Bild huschen. Und dann hört auch die Tonspur auf, von denen zu spielen, während die schnell raushuschen. Okay, sieht aus, als würde sie jeden Moment fallen. Rette sie, bevor es zu spät ist. Muss ich da jetzt ein Stockwerk tiefer? Kann ich hier ein Seil runterwerfen? Ich kann mich da immer nicht erinnern. Aber ich schätze mal, wartet mal, ich schätze mal, ich schaue mal nochmal auf die Karte kurz. Da ist sie runtergefallen, da muss ich hin. Wie komme ich da hin? Stehe ich gerade einfach nur auf dem Schlauch? Ich gehe lieber nochmal zum Loch, oder? Nee, okay. Muss ich jetzt wirklich zurück in die Villa? Muss dann da vorbei, wo der Dampf aufgehört hat oder sowas? Ich kann mich echt nicht mehr erinnern. An der Stelle habe ich tatsächlich meistens aufgehört zu spielen. Ja, Rebecca, ich versuch's ja, aber ich bin gerade verwirrt. Ich weiß leider nicht, wo ich hinhelfen soll. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie ich in meiner Bude sitze, das Game zocke und hinter mir sitzt ein Orchester. Das ist auch gut, ja. Das Orchester von Umbrella wahrscheinlich. Ich glaube schon. Und die spielen natürlich, bis die Villa untergeht. Ist sie ganz klar, wie sich das gehört. Denkst du, Wesker revidiert den Tod von... Capcom revidiert den Tod von Wesker in den Remake? Oh ja, das ist... Ich habe da tatsächlich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das wäre theoretisch eine Option, die die hätten, ne? Wenn die den fünften Teil remaken, dass die den einfach umschreiben, dass Wesker nicht stirbt. Fände ich lame, ehrlich gesagt. Fände ich lame. Aber wer weiß. Hey, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Abwärts. Soll ich dahin gehen, wo abwärts steht? Ich glaube, ich gehe dahin, wo abwärts steht. Ich weiß nämlich nicht, wohin abwärts führt. Und das ist richtig. Doch, doch, okay, okay. Ich glaube schon. Also, dass die Wesker nicht umbringen im Vulkan und so weiter, ne? In dem Remake von dem fünften. Kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen und fände ich auch blöd, weil das ist irgendwie so ein fulminantes, riesiges, chaotisches Ende. Wenn Chris da kein Fels verprügelt und Wesker von zwei Raketenwerfern geköpft wird, dann fände ich das ein bisschen lame, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hoffe, das ändern sie nicht. Aber eventuell, wenn sie Wesker doch irgendwie behalten wollen oder sowas, dann zeigen sie am Schluss irgendwie in einem Labor nochmal... Sanai Chen ist jetzt ein Bird Rider.
Ich finde die Hunter in Code Veronica viel schlimmer als die Zombie-Affen. Ja, die sind auch nervig, aber ich hasse die Affen, die noch mehr sogar, muss ich sagen. Wahrscheinlich am Ende von Resident Evil 5 Remake, das ist jetzt meine Prediction, ist es dann schon vorbei, Happy End. Und dann sieht man, wie die Kamera so durch so, ne, so, es ist schwarz und dann fährt auf einmal die Kamera nach unten und man sieht Rohre und Leitungen und Kabel. Man ist plötzlich in einem Labor und dann ist da so ein großes Reagenzglas, ne, so eine Brüttube, wie auch schon der Tyrant im ersten Teil drin war. Und dann ist da ein kleiner, blonder Embryo mit einer kleinen Sonnenbrille. Und dann ist vorbei. Das ist, glaube ich, das Ende von Resident Evil 5 Remake. Genau das glaube ich. Ein kleiner Embryo mit Sonnenbrille, das ist der Cliffhanger. Moment, laufe ich jetzt zurück oder bin ich noch... Ich laufe zurück, aus irgendeinem Grund. Ungünstig. Und dann sagt er so, der kleine Säugling mit seinem Sonnenbrillen, dann geht die Tube auf und er erwacht und sagt da: I get you, Chris Redfield. I show you the ultimate life form. So glaube ich, wird das laufen. Ist der Affe da hinten gerade wieder aufgestanden, zufällig? Finde ich ziemlich unverschämt. Aber gut. Da wächst nicht die Sonnenbrille an Wesker, sondern Wesker an die Sonnenbrille. Ich glaube auch, die, um den zu klonen, haben die seine alte Sonnenbrille in so einen Brutkasten gelegt. Und dann ist da so eine Zellkultur entstanden. Hang on. I'll pull you up. Thank you. Don't mention it. Just keeping my word. We promised to cooperate with each other. Remember? This is Rebecca. Over. Rebecca, this is Enrico. Have you managed to locate... Hey, Burgi. Ich stream heute noch. Heute spielen wir noch Fallout 1. Und ich spiele mich tatsächlich auch durch die Fallout-Reihe. Und es wird dauern. Aber wir werden auch Fallout 76 spielen. Rebecca. My first mission and I've already disobeyed orders. So much for my great law enforcement career. Oh well, I probably won't live long enough to worry about it. Billy, wie wir wissen, geht's in die Forschung, also. I need to know the truth. Did you kill 23 people? I'm not going to judge you. I just want to know the truth. It was around this time last year. Ja, wir werden auch Brotherhood of Steel spielen. Definitiv. Our unit was ordered to Africa to intervene in a civil war. Jetzt spielen wir erstmal 1 durch, dann 2, dann Tactics und dann Brotherhood of Steel. Die Cutscene da fand ich damals auf dem GameCube, die hat mich voll geflasht. Das war so wow, das ist Resident Evil, komplett so out of place irgendwie, ne? Das fand ich aber sau cool. Ist heute nicht mehr sehr beeindruckend, ne? Aber damals war das schon cool. So Rückblende in den Krieg, im Dschungel, WTF? In the end, only 4 of us survived. Only there was no guerrilla hideout. What do you mean? Kriegsverbrechen werden thematisiert. Based on wrong information. But we couldn't just go back home empty-handed. Oh no. Our leader ordered us to attack an innocent village.
rid of them! Kill them all! Please, sir! Cease fire immediately! Shut up! Ich glaube, das wird nicht ausgesprochen, um welchen Krieg es sich hier handelt. Did you execute those innocent people? Forget about it. Doesn't matter anymore. That was then, this is now. Besides, you said you wouldn't judge me. I'm not judging you, but it does matter. Look, now my people think you killed those MPs in the van, but I don't think you did. It was those zombie dogs, right? When they attacked the van, you were able to escape. Isn't that right? You don't get it. I've only got two choices left. Either report to the Marines and serve out my sentence, or keep on running for as long as I can. That's all. Ich glaube auch, ich kenne mich jetzt in amerikanischer Kriegsgeschichte nicht super gut aus, aber ich glaube auch, dass der Krieg, der da gezeigt wird, nicht wirklich Sinn macht, weil Billy ist ziemlich jung, also der sieht ziemlich jung aus. Und es sieht so ein bisschen aus, als wäre es Vietnam, aber dann müsste Billy in dem Resident Evil, glaube ich, schon mindestens 50 oder so sein. Oder warte mal, Moment mal, wann spielt das? Das spielt 98, ne? Dann wäre er sogar noch relativ, aber trotzdem müsste er, der müsste über 40 definitiv sein, oder? Naja, auf jeden Fall, glaube ich, passt das alles nicht so zusammen. Das ist, glaube ich, auch egal. Irgendein Krieg, irgendwo, Zivilisten wurden erschossen. Das ist alles, was wir wissen müssen. Vietnam war sogar 60er. Genau. Und ich hab mir gerade gedacht, na gut, dann könnte Billy ja 30 sein, ne, für einen kurzen Moment. Und da dachte ich mir, Moment mal, der war nicht halt Zeugling in Vietnam. Das geht nicht, das geht sich auch nicht ganz aus. So, ich bin für den Krieg geboren worden. Nee, wortwörtlich. Also, meine Mutter war in Vietnam im Einsatz, hochschwanger. Und dann, plopp, war ich plötzlich da und die haben mir ein Gewehr in die Hand gedrückt. Ja, ich glaube, das ist Fantasiekrieg in Fantasiehausen gewesen. So, jetzt Vorsicht, ich glaube, hier ist noch ein Affe irgendwo, Rebecca. Nicht, dass du dich erschreckst. Frei tanze ich durch die Luft und fange beinlose Bäume. Welcome! Welcome! Warum beinlose? Keine List wird der Geschwindigkeit meiner flinken Glieder gerecht. Dank meiner List besiege ich selbst das größte gehörnte Biest. Ich überblicke alles. Kein Wesen entkommt meiner Macht. Okay, wir müssen die jetzt so der Nahrungskette nach anzünden, glaube ich. Geh mal weg, Rebecca. Sechs Seelen, gefesselt von den Ketten des Todes, empfachen sie die Flammen des Lebens mit den Geistern der Schwachen. Ah, und da ist noch die Schlange. Bein und lautlos schleiche ich mich an mein Opfer heran und besiege mit meinem Gift selbst die mächtigsten aller Könige. Okay. Also. Jetzt passt auf. Was war der Wolf gleich nochmal? Biest. Und was war das Pferd dann gleich nochmal?
Keine List wird der Geschwindigkeit meiner flinken Hufe gerecht. Keine List. Wer ist denn listig? Also jetzt wartet mal. Ich hätte wirklich meinen Stift hier haben. Ah, ich habe einen Stift. Yay! Okay, Leute, ich habe einen Stift. Jetzt passt auf. Die Reihenfolge ist auf jeden Fall mal Schlange. Das ist das Rätsel, wo ich die Lösung aus dem Re0-Romanbuch habe. Ah, okay. Danke für die Bits, der Franklin. Das ist das Tierrätsel auch, jetzt weiß ich. Ich wusste vorher gar nicht, was du meinst. Die Schlange. Die Schlange wird vom Adler gegessen. Der Adler? Ja, was ist der Adler? Der Adler, wird der Adler von irgendwas gegessen? Der Adler? Der isst nix. So. Also der Adler wird nicht gegessen. Der Wolf isst auf jeden Fall den Hirsch. Aber was macht der Hirsch? Prächtige Hörner. Der Hirsch, okay. Der Hirsch ist auf jeden Fall... Ich glaube, der Hirsch ist der Anfang. Der Hirsch ernährt den Wolf. Aber wie... Was ist mit dem Wolf? In welchem Lehrjahr ist denn der Stift? Den verstehe ich nicht. Jo, viel Spaß im Lurk, UT. Nee, ich will gar nicht, ich gucke immer gar nicht in den Chat während solcher Rätsel. Ich will da gar nicht gespoilt werden, bis zu einem Punkt, wo ich frustriert bin. Dann haben wir das Pferd und das Pferd sagt keine List. Ich weiß nicht, wo ich das Pferd einordnen soll. Pferde essen keine Wölfe. Aber der Wolf isst schon den Hirsch. Der isst nicht auch nicht das Pferd. Vielleicht ist der Panther das Pferd. The strong prey upon the weak. The law of the jungle. Guck mal, auf der Plakette ist das Wort. Steht was anderes als der Text, der mir da unten angezeigt wird. Ich überblicke alles. Kein Wesen entkommt meiner Macht. Ja, außer die Schlange, weil die selbst den Mächtigen aller Könige ist. Also Puma, Schlange, Adler, Hirsch, Wolf und dann kommt vielleicht das Pferd. Jetzt muss ich noch mal kurz den Wolf lesen. Dank meiner List. Ja, stimmt, alles klar. Hirsch, Wolf, Pferd und dann Puma, Schlange, Adler. Ich versuch's mal. Hirsch, komm her. Ich muss immer an Otto denken. Mit seiner Figur Harry Hirsch. Zünden wir den Hirsch an. Und der Hirsch, trotz seiner mächtigen Hörner, wird vom Wolf gegessen. Weil der Wolf ist listig wie ein Fuchs. Obwohl es keiner ist. Das ist aber dem Pferd wurscht, weil das Pferd ist so schnell, das reitet einfach weg. Und dann kommt aber der Puma und sagt, es ist mir wurscht, weil ich bin der König von allen. Ich esse sowieso alles. Und dann kommt die Schlange und sagt, naja. Oh, jetzt muss ich nochmal... Doch, wird schon passen. Wird schon passen. Und die Schlange sagt, ja, aber ich bin so giftig, mich kann nicht mal ein Puma essen, weil ich beiß den. Und dann sterben wir alle. Und dann sagt der Adler, das trifft sich gut, Schlange, weil ich esse dich jetzt sowieso. Und dann haben wir es. Ja! Gut, dass ich guckt. Da merkt man, dass ich Biologie studiert habe. Da kann ich so Nahrungsketten natürlich leichter bilden. Dafür habe ich all die Jahre trainiert. So, let's go. Ein alter Schreibtisch. Keine besonderen Merkmale. Außer die Molotow-Cocktails, die da draufstehen, aber... Ein simpler Holzschreibtisch. Die Schubladen wurden durchwühlt.
Ein Kamin? Er ist wohl nur zur Zierde da. Das finde ich auch weird, oder? Wenn man so einen Kamin zur Zierde hat. Wenn, dann will ich den doch benutzen, wenn ich schon einen Kamin habe. Alle tot, Happy End. Ja, außer der Adler. Der Adler ist fein raus, ne? Nachdem die Schlange das ganze Gift für den Puma verbraucht hat, sagt der Adler so, so. Komm, nee, scheiße. Kombinieren. Ich muss irgendwas ablegen. Die Molotow-Cocktails würde ich halt echt gerne aufheben, wenn wieder Igel-Zombies kommen, weil dann sind die schon gut. Hund, Katze, Maus war denen wohl zu leicht. Ja, es ist schon ein bisschen abstrakt auch, ne? Weil ich meine, ich weiß nicht mehr genau, was auf dem Schild steht, aber eine Nahrungskette kann es nicht so wirklich sein, weil ich meine, dass das Pferd über dem Wolf ist, ist auch ein bisschen komisch. Weil ich meine, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht in der Fallout-Welt, aber... Rebecca, kannst du bitte, bitte keine Granaten auf Zombies schießen? Man soll nicht mit Granaten auf Zombies schießen. Altes Sprichwort. Okay. Tagebuch des Management-Praktikanten, schätze ich mal. Woran arbeitet Markus, der Leiter, bloß die ganze Zeit? Woher rührt sein abartiges Interesse an Egeln? Warum ist es abartig? Ich meine, er kann ja, weißt du, man kann ja sagen, er ist vielleicht, er forscht vielleicht ein bisschen zu viel an Egeln. Aber woher das Wort abartig kommt, würde mich jetzt interessieren. Was hat Markus? Ich will es gar nicht wissen. Interesse? Manchmal scheint eher Liebe zu sein. Das bestätigt meine schlimmsten Befürchtungen. Angeblich sind diese Egel äußerst gefährlich. Dennis bekam hohes Fieber, als er einen der Egel berührte. Heute hörte ich es wieder. Ein schreckliches Stöhnen hinter dieser Tür. Schlafende Hunde soll... Ich halte mich fern. Selbst wenn der Leiter was anderes befiehlt. Will nicht so enden wie Dennis, der arme Kerl. Dieses ständige Kratzen... Schon alleine vom Zusehen juckt es mich überall. The Blue Skyhawk ist jetzt ein Birdrider. Ich bin gerade über die Notification verwirrt. Dankeschön, The Blue Skyhawk. Ich habe das noch nie gelesen, was da steht. Hat das Prime Gaming Abo in ein Stufe 1 Abo umgewandelt? Ach so, hattest du erst ein Prime Abo und jetzt ein Bezahl-Abo? Ist das damit gemeint? Ich glaube, jetzt verstehe ich. So oder so, eh ganz egal. Vielen, vielen Dank dafür. Ich war nur gerade verwirrt. Muss abhauen, aber wie? Dennis weg, ich gehe. Hunger. Hilfe, Mama. Da ist das Tagebuch des Wärters aus Resident Evil 1 schon besser, ne? Als das. Da geht alles ein bisschen schnell so. Ich gehe lieber nicht zu den Egeln, sonst werde ich auch so krank wie Dennis. Oh oh, ich bin auch so krank wie Dennis. Mama, Hunger, Ende. Ja, ein bisschen lame. Ist hier noch irgendwas drin? Außer... Schreibmaschinenpapier. Warum bin ich hier reingekommen? Ich will das blöde Schreibmaschinenpapier, aber ich habe eh keinen Platz mehr im Inventar. Ob das hier Dennis und der Autor des Briefs war? Mama? Ich schätze mal, das ist sein Name, weil das sah am Schluss so aus wie so gezeichnet. Mama. Deswegen.
Nein, falsche Taste, wie immer. Ich habe jetzt die erste der vier Plaketten, die ich brauche. Unity. Eine Steintafel mit einem Ritter. Das Wort Einheit ist eingraviert. Okay. Ich glaube, ich bin die Treppe da hinten noch nicht runtergegangen, oder doch? Das sind zwei Treppen. Das verwirrt mich. Das ist eine Treppe zu viel. Führt die eine Treppe nur in den Raum, wo Rebecca gerade war? Oder was ist los? Warum ist da überhaupt eine Treppe? Hä? Ach, bin ich da nie reingegangen? Ich glaube, wir waren da noch gar nicht drin. Kann das sein? Ob man Lisa Trevor so ablenken kann, indem man hinter ihr zeigt und sagt, Mama, vielleicht. Man kann Lisa Trevor auf jeden Fall dazu bringen, das wusste ich auch lange nicht, dass ich die falschen Tasten drücke, dass sie selber den Sarg öffnet, wenn sie die Steinplatten angreift. Finde ich ganz interessant. Verdammt. Nee, du musst nicht hier stayen. Ich habe mich nur verdrückt. Alles gut. Let's go. Okay. Aha, was haben wir denn hier? Einen Grund, warum ich mein Inventar nochmal überprüfen muss. Ah, sehr gut. Ey, das trifft sich jetzt wirklich gut. Hat es sich doch gelohnt, dass wir die normalen Granaten ein bisschen freizügig benutzt haben. Der Schrankschlüssel. Oh Gott, für welchen Schrank ist der denn jetzt schon wieder? Was weiß denn ich? Hatten wir jemals einen verschlossenen Schrank irgendwo? Ich kann mich leider nicht mehr erinnern. Es scheint ein Schrankschlüssel zu sein. Warum können die das auch identifizieren? Was sind eigentlich alle Leute bei Stars für unglaubliche Schlüsselexperten? Dass die so einen Schlüssel sehen und sofort wissen, für was der ist. Der könnte für alles Mögliche sein. Warum ausgerechnet ein Schrankschlüssel? Aber okay. Ich halte es ja für eine schlechte Idee, Granaten in geschlossenen Räumen und Gängen zu verwenden. Ja, weiß ich nicht. Da kenne ich mich nicht aus. Aber ich finde es immer lustig, wie viel Granaten in die Resident Evil Granatenwerfer passen. Ich weiß überhaupt nicht, was das für krasse Magazine sind. Itchy Tasty. Ja, genau, das ist schon legendary. Aber das ist auch ein gutes Dokument. Das ist wirklich ein gutes Dokument, das Itchy Tasty Dokument. Das ist so stimmungsvoll. Das ist wirklich gut. Oh, ich habe versehentlich einen Stuhl. Ich wackel immer gern ein bisschen mit meinem Stuhl rum hier. Ich hasse das, wenn der sich versehentlich feststellt. Oder ich dem versehentlich feststelle. Säuregranaten. Ah, da kommen jetzt gleich ganz viele Eliminator aus irgendeinem Loch gekrochen. Das ist jetzt, glaube ich, Wesker, der sagt, haha, ihr seid in meine Falle getappt oder so, wenn ich mich recht erinnere. Nanu, so viel Munition? What could possibly go wrong? Hey, wollen wir nicht vielleicht eine der Waffen nehmen, die da so rumsteht? Die sind bestimmt alle nur zur Dekoration. Da kommt sogar ein Text, lesen wir mal. Diese Waffen scheinen schrottreif zu sein. Hm, ziemlich ramponiert. Schade. Wäre schon echt gut. So eine Kalaschnikow wäre schon, glaube ich, ganz nützlich, oder? Oh, Magnum-Munition. Und ein Schrank. Der ist verschlossen.
So, so. Sehr gut. Müssen wir nicht weit gehen mit dem Schrankschlüssel. Säuregranaten, Waffen gegen Lebendes, ja. Aber leben Zombies? Ich meine, in der Resident Evil Lore, ja. Da leben Zombies, die sind nicht tot. Oh oh, wir brauchen einen Code. Mit dem Kombinationsschloss gesichert. Bei genauerer Hinsicht sieht man die Zahlen 385 an der Ecke. Okay, cool. Das ist so typisch Umbrella, oder? Das ist so typisch Umbrella. Okay, aber pack's in den Koffer mit Sicherheitsschloss, damit es auch wirklich sicher ist. Ja, ja, kein Problem. Und dann packt es rein und denkt sich, ah, aber ich bin immer so schlecht, mir dreistellige Zahlen zu merken. Ich ritz die Lösung einfach direkt hier in den Koffer. Weil ich meine, what could possibly go wrong, oder? 385. Kann ich die jetzt hier eingeben? Gut. Das Schloss wurde geöffnet. Weißt du, in den Koffer. Ritz doch die Kombination nicht in deinen Koffer. Was ist mit dir los? So, Rebecca, kombinieren wir deine Pistole. Weil ich meine, immerhin ist das schon die Star Samurai Edge. Und was Billy hier hat, ich weiß nicht, was du hier hast. Was hat Billy eigentlich für eine Waffe? Eine 9mm Parabellum-Munition Standardpistole der Armee. Lame. Rebecca hat eine von Kendo Guns modifizierte Superpistole Samurai Edge von Barry als eine der besten Schusswaffen betitelt, die es überhaupt jemals gab. Wenn schon, dann modifizieren wir natürlich die. Stars Edition. Okay. Ernst gemeinte Frage, warum dann überhaupt verschleißen? Hä? Ach so, den Koffer meinst du? Verschließen. Ja, okay, ich verstehe. Ja, so ist halt Umbrella. Wahrscheinlich hat er die Anweisung bekommen, dass er ihn unbedingt verschließen muss, ne? Aber, ja. Dass er den Code direkt einritzt, da konnte wirklich niemand damit rechnen. Na gut, dann gehen wir jetzt in die Falle. Ein Bedienfeldknopf drücken. Okay, ich drücke den linken Knopf. Nee. I'll go alone. Roger. I go alone. Ich fand das schon, ich finde es schon auch lustig, ne? Ich fand damals, als ich das gespielt habe zum ersten Mal, Resident Evil Zero oder alle Resident Evil Spiele schon sehr, sehr gruselig noch. Ich kann mich noch erinnern, dass ich das sehr unheimlich fand, hier jetzt mit Billy allein reingehen zu müssen oder mit Rebecca, je nachdem, für wen man sich entscheidet. Immer wenn sich die beiden trennen mussten, war ich so, oh Gott. Ach komm, da keine Eliminators und Hunter. Irgendwer Nerviges kommt. Nicht mein Freund kommt hier, auf jeden Fall. Resident Evil kriegt die Atmosphäre auch gut hin. Ja, das schon, auf jeden Fall. Ne? Der Musik, musikalische Untermalung, Sounddesign, das war schon immer, wirklich schon immer sehr gut. Man kann ja über die Cheesiness vom ersten Teil sagen, was man will. Aber auch da war schon die Atmosphäre halt einfach wirklich gut. Der erste Teil war definitiv cheesy, ohne Ende. Knopf drücken, ja. Kampfsequenz eingeleitet. Oh oh. Ah ja, Hunter.
Nein, Billy. Ich kann keine Objekte mehr tragen, Billy. Nein, das ist ganz schlecht. Nein, das ist ganz schlecht. Ach so, warte. Billy hat tatsächlich, während ich kurz weg war, den letzten hat er ganz allein getötet. Okay. Cool. Ziemlich cool, Billy. Das muss man dir lassen. Und nachgeladen hat er auch schon. Not bad. Oh, ich muss echt mal gucken, was ich jetzt mitnehme und was nicht und so. Da müssen wir jetzt leider echt ein bisschen aussortieren oder zweimal gehen zur Not. Weil wir brauchen definitiv den Schlüssel und die Steinplatte, aber ich will nicht so viel Munition oder Waffen liegen lassen. Ich könnte natürlich schon Billys Handgun ablegen, ne? Dann hat Billy ab jetzt nur noch die Schrotflinte. Und Rebecca die Handgun. Könnte man schon machen. Wer braucht schon diese läppische Standard-Militärpistole, oder? Okay, gucken wir mal ins Inventar. Schauen wir mal, was wir da managen können. Magnum-Munition nehmen wir definitiv auf jeden Fall mit. Wir haben sehr viel Pistolen-Munition. Es bricht mir zwar mein altes Looter-Herz, aber ich glaube, wir können einfach mal 200 Schuss Pistolen-Munition hier echt ablegen. Ach, ich muss näher an Rebecca ran, damit ich ihn noch schnell rüberschieben kann. So. Dann legen wir jetzt hier die 180 Schuss Pistolenmunition und die Pistole ab. Ja, zur Not ist das klappt schon. Und dann, warte mal, ja doch, okay, nimm du erstmal alles. Habe ich den Schlüssel schon geholt? Den Schlüssel habe ich schon geholt, gut. Where's Barry? Well, I'm sorry, but he's probably the most powerful biological weapon in the world. Ja, ist so. Das ist Barry. Gut, dann lassen wir es jetzt so. Wenn zur Not holen wir uns die Pistole irgendwann wieder, aber ich glaube nicht. Wow. Wow. Wie bei Umbrella üblich, lagert Lansquid die Munition direkt bei der Waffe. Ja, natürlich. Wenn das jemand findet, kann es zumindest direkt nutzen. Das stimmt, ne? Das ist auch für zukünftige Überlebende, die hier vielleicht noch reinkommen, bevor alles in die Luft gesprengt wird, was sehr unwahrscheinlich ist. Aber wir wissen es nicht. Kann das lebensrettend sein? Insofern eine gute Tat. Hi, T-Bone. Die Taste ist es. So. Also, dann gehen wir jetzt wieder hoch zurück in die Villa, ne? Wir haben jetzt das Schild, das wir da einsetzen können beim Teleskop. Und wir haben den Wasserschlüssel, damit wir... Wir haben schon 2/5 Captain Planet jetzt. Juhu, T-Bone, dankeschön für die Bits. Captain Planet, Held der Erde. Kämpft, damit die Umwelt sauber werde. Captain Planet war schon der lameste Superheld in der Geschichte der Superhelden. Ich fand den als Kind mega lame eigentlich. Habe ich auch nur geguckt, weil halt nichts anderes lief und Hauptsache der Fernseher war an. Wir gehen da rein. Da hoch. Erstmal. Okay, let's go. Der Wasserschlüssel ist eindeutig für das Wasserdungeon aus Zelda Ocarina of Time. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Wasserdungeon. Shinji Mikami hat sich nach dem Release des Spiels übrigens dafür offiziell entschuldigt. Für den Wasserdungeon.
Was ich schon sehr lustig finde. Ja, komm, ich würde schon gern speichern. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal gespeichert haben. Wahrscheinlich ist es noch nicht lange her. Aber los. Zwei Fünftel Captain Planet. Ist das das neue Master Dinge? Ja, ja, genau. Ab jetzt misse ich alles nur noch in Captain Planet. Viele Leute können sich Sachen nur vorstellen, wenn sie in Fußballfelder gemessen werden als Maßeinheit. Ich rechne in Captain Planet. Captain Future ist super cool. Captain Future fand ich auch immer cooler. Was mit Aquaman? Der kann nichts, was SpongeBob nicht auch kann. Aquaman, Held der Meere. Nee, ich finde Captain Planet ein bisschen lamer. Ich verstehe auch nicht genau, was hat jetzt Captain Planet eigentlich für Kräfte? Hat der einfach nur die Elementarkräfte oder sowas, oder? Inwiefern ist Captain Planet besser als die fünf Kinder mit ihren Ringen? Kann Captain Planet irgendwas, was die Kinder nicht können? Der kann fliegen und sowas, ne? Der macht dann schon irgendwie so, aber trotzdem. Und vor allem ist das halt der einzige Superheld, dessen Schwäche ist, dass er schmutzig wird. Sein Kryptonit ist einfach Schmutz. Wenn der ein bisschen Dreck abkriegt, dann sagt er, oh nein, Schmutz, ich sterbe, ich habe keine Kraft mehr. Das ist so lame. Wie kann man so lame sein? Dass Schmutz das Schlimmste ist, was einem passieren kann. Captain Future ist auch Kult. Captain Tsubasa gibt es natürlich auch noch. Ich überlege gerade, welche Captains es noch alles gibt. Ah, Billy, du hast recht. Ich bin zu weit gegangen. Wir müssen nochmal zurück. Captain Kirk. Die Fußballfelder wurden von Galileo eingeführt. Ja, anders können sich Deutsche nichts vorstellen. Keine Längen. Außer in Fußballfeldern. Das ist tatsächlich ein Maß, unter dem kann ich mir wiederum gar nichts vorstellen. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben ein Fußballfeld gesehen. Ich glaube, ich bin mal manchmal an so Bolzplätzen vorbeigefahren, ja. Aber das sagt mir nicht besonders viel. Sie haben den Anlageschlüssel verwendet. Den brauchen Sie jetzt nicht mehr. Okay, dann haben wir wieder einen Inventarplatz frei. Captain Berlin kämpft gegen die Nationalsozialisten. Ist eine echte Comicserie. Okay. Auch cool. Why not? Und dass er erst beschwört werden muss. Es gab ja dann in der Serie auch so das böse Äquivalent zu Captain Planet. Der dann irgendwie so aus Smog und so weiter beschworen wird. Ich kann ja voll verstehen, dass man sich gedacht hat, hey, wir machen jetzt einen Superhelden, der den Kindern die Wichtigkeit von Umweltschutz beibringt und so weiter und so fort. Ist alles schön und gut. Aber dann mach doch nicht so einen lame Superhelden. Mach doch einen coolen. So. Ist ja eine gute Message. Aber die Verpackung fand ich schon immer lame. Was haben wir denn da? Jetzt habe ich einen Ohrwurm von Captain Planet. Dabei habe ich den nie gesehen. Okay. Schraubenstock. Na, dann nehmen wir den mal mit. Nein, Billy. Nein, Billy. Es war ein Fehler. Es war ein Fehler. Du kannst doch nicht ernsthaft, du Arschloch, mit der Schrotflinte auf Igel schießen. Was ist los mit dir? Sieht aus, als wäre dieses Gerät erst kürzlich benutzt worden. Oh oh, spielt hier etwa die Cutscene mit Wesker? Ah nee, oder hier war die Igelkönigin wahrscheinlich, ne?
Marcus. Oder waren hier Wesker und... Ich weiß es nicht. Irgendwer war hier. Okay, wir haben eine Kurbel hier gefunden. I guess, die ist wichtig. Aber wir haben noch ein paar andere Räume zu durchsuchen. Captain Iglo gibt's noch. Ja, stimmt. Und Captain Jack Sparrow. Und... Oh! Ich glaube, mein Lieblingscaptain überhaupt ist tatsächlich, also ernst, Captain Jean-Luc Picard. Ich glaube, Picard ist mein Lieblingscaptain. Ich glaube, von allen Personen, die Captain im Namen haben, ist der mein Liebling. Und ich glaube, den... Okay. Mir ist ein Captain eingefallen, den finde ich noch viel lamer als Captain Planet. Gegen den ist Captain Planet wirklich so Top-Tier-Superheld-Captain. Und zwar Captain America. Gott, finde ich Captain America scheiße. Oh mein Gott, ja, okay. Captain Blaubeer ist wieder awesome, ja. Captain Blaubeer ist wieder S-Tier-Captain. Ich nehme die Lärmflaschen mal mit. Jetzt weiß ich, was der Vorgängergegner von den Regeneratoren war. Hm, vielleicht so ein bisschen. Captain Kirk ist auch nicht schlecht. Aber ich finde Captain Picard cooler. Captain Picard ist eben im Vergleich zu Kirk, ne, der eher so ein... Der war ein großartiger Stratege, aber auch manchmal ein bisschen... heißblütig. Während Picard halt immer ruhig, immer die Situation vor Augen, immer klarer Kopf, ein genialer Diplomat und Philosoph. Das sind eher Attribute, die ich bewundere, die ich positiv finde. Captain Future und Captain America zu vergleichen, sollte strafbar sein. Ich glaube, die Avengers-Filme wären besser, wenn die Captain America mit Captain Future ausgetauscht haben. Nee, tatsächlich machen sich ja die Avengers-Filme schon auch sehr viel über Captain America lustig. Also vor allem Tony Stark halt, ne? Dadurch funktioniert der da, finde ich, auch ganz gut. Rebecca, alles okay bei dir soweit eigentlich? Denke ich mir gerade so. Oh, wir sind beide nicht mehr so gut. Ich hasse die Igelgegner. Wir brauchen dringend Heilung. Ich mag Picard und Janeway. Janeway ist halt einfach crazy. Janeway ist halt komplett crazy. In einer Folge fliegt die einfach ihr Schiff in die Sonne, weil sie Kopfschmerzen hat. Das ist jetzt etwas verkürzt, aber das ist das, was in der Folge passiert. Weil sie Migräne hat, chronische, sagt sie, okay, scheiß drauf, wir fliegen jetzt das fucking Schiff in die Sonne und bringen alle um. Das ist Janeway. Für mich. Typischer Dienstag, ja. Captain Planets Kräfte sind Flugfähigkeit, übermenschliche Stärke, Ausdauer, Unverwundbarkeit, außer wenn er schmutzig wird, und Heilung. Okay. Na gut, ist das aus dem Helden-Wiki oder so? Aber der kann doch auch, der hat doch noch mehr Kräfte. Der kann doch auch irgendwie Wind und Wasser und Feuer nutzen, ne? Das können doch nicht nur die Kinder mit ihren Ringen. Am meisten von den Star Trek Captains mag ich Benjamin Sisko. Ja, der ist wirklich auch cool. Den mag ich auch ganz gerne. Aber ist der ein Captain? Hat der... Ist nur eine Formalität. Aber ist der wirklich Captain? Der wird dann auf jeden Fall Captain, wenn Deep Space Nine das Kampfschiff kriegt. Wie heißt es gleich nochmal? Die... Nicht Serenity. Ja, das Kleine da.
Captain Ruffy. Die Defiant, genau. Da ist er dann wirklich Captain, auf jeden Fall. In Dead Space gab es auch einen Captain. In Dead Space. Der krasseste Superheld ist trotzdem Pulvertoast, Mann. Der aus der Serie Ren and Stimpy. Oh, kann ich mich gerade nicht mehr erinnern. Ren and Stimpy fand ich schon sehr verstörend damals. Zerstörend auch, ja. Nee, aber ich habe Ren and Stimpy auch immer geguckt und fand es irgendwie auch cool, I guess. Aber das war schon ein bisschen viel manchmal. So diese super widerlichen Nahaufnahmen von irgendwelchen ekligen Körperfunktionen und sowas, die immer wieder hatten. Das war schon, ja, Ren and Stimpy halt. Oh, Captain N, ja, jetzt werden die legendären Super-Captains hier ausgepackt. Captain Levi Ackerman, Captain Morgan. Aber Captain N, ja genau, Captain Nintendo, der war großartig. Das habe ich immer gerne geguckt. Also, na, genau, falsch. Nein, ich will nicht auf die Karte gehen. Das da machen. Ja. Ich will da mal alleine reingehen, weil ich mir nicht sicher bin, ob da nicht irgendwas rauskommt. Ich finde, der beste Superheld ist Meerjungfrau-Mann und Blaubarschbube. Okay. Ist hier sonst wirklich nichts zu tun? Verschiedene Labor-Experimente. Na gut. Haben wir jetzt irgendwas gefunden? Die Kurbel. Ich weiß gerade nicht, für was die Kurbel ist, aber wir haben, das ist unser Schlüssel-Item. Und die erste Steintafel haben wir auch noch. Oh Gott. Hey, yo, Captain Jack. Den gibt's natürlich auch noch. Ich finde die Tür nach draußen nicht mehr, Rebecca. Spielen wir schon wieder Silent Hill 4 The Room? Da ist sie. So. Captain Freeman aus Lower Decks. Lower Decks habe ich nie so, habe ich nicht so lange geguckt. Oh, wo kommt der denn her? Und wo ist Rebecca? Wenn man sie mal braucht. Okay, ich muss schnell umdrehen. Nicht, dass der hier jetzt stirbt. Gegen was sind Ren and Stimpy Kindergarten? Happy Tree Friends. Ach so. Ja gut, aber Happy Tree Friends ist ja auch nichts, was irgendwie am Sonntagnachmittag auf weiß ich nicht, RTL 2 lief oder sowas. Das ist ja nochmal ganz was anderes. Aber ja. Let's regroup. Okay. Ja. Finde ich auch lustig. Billy geht alleine raus, Rebecca wartet, dann hört sie draußen Schüsse und Kampfgeräusche und dann kommt er rein und hält sich so eine Wunde und sagt, let's regroup. Ich habe meine Strategie gerade geändert. Ich habe nochmal drüber nachgedacht. Lass uns doch gemeinsam gehen. Okay, dann verwenden wir mal das Heilmittel. Und dann kommt jetzt einfach Rebecca mit dem Feuergranatenwerfer. Und dann soll der Lich mal gucken, wo der Battle mal den Most holt. So.
ob das funktioniert. Dass der jetzt alleine platzt, während ich weg bin. Das wäre schön. Das wäre wundervoll. Schauen wir mal. Ich glaube, es hat funktioniert, ne? Weil die Musik lief noch kurz. Und dann ist dem Spiel aufgefallen, oh, da ist ja gar nichts mehr. Na, dann machen wir die Musik wieder aus. Okay. So, wo benutzen wir jetzt die Kurbel? Okay. Let's go! Okay. Wo benutzen wir jetzt die Kurbel? Wir können auf jeden Fall mal, damit wir das nervige Ding nicht immer rumschleppen müssen. Das mache ich jetzt, glaube ich, auch. Ja. Den ersten Dingsy einsetzen. Muss ich nochmal kurz gucken. Einmal rum und dann da unten und dann sind wir eh schon fast da. Okay. Blood. Hope this is not Chris's blood. Nein, nein, tu es nicht, Billy, tu es nicht. Ah. Gib mir dir auf die Nerven. Und wahrscheinlich kommt er jetzt wieder nicht mit, weil er irgendwie quasi noch im Kampf gefangen ist oder so. Doch, danke. Die Kurbel muss im Aufzug aufgebracht werden. Hey, Kappa, Kappa, hey, Kappa, Kappa, hey. Aber warum? Also, oder ich meine den anderen Aufzug jetzt vielleicht. Captain Hook fällt mir noch ein. Den gibt's auch noch. Vor dem Film Hook hatte ich als Kind echt Angst. Den fand ich schon sehr gruselig. Billy hat das, glaube ich. Nein, warum kann ich das jetzt nicht machen? Muss ich da... Ich kann es ja auch einfach auf den Boden legen. Das ist der Vorteil hier. Aber warum kann ich das jetzt nicht schon einsetzen? Brauche ich erst alle drei oder so? Nee, es geht eh. Oh, keine Ahnung. Okay. Coolio. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zurück in den Hauptraum und speichern. Und dann rüsten wir um zu Fallout 1... Und dann spielen wir Fallout 1 nach einer kurzen Pause. Und dann holen wir uns eine Powerrüstung. Weil wir, ja, wir müssen den Fall des verschwundenen Ritters lösen. Das ist die Aufgabe, die wir bekommen haben. Vom Ältesten höchstpersönlich. Oder war's von Maxen höchstpersönlich? Irgendwer hat uns die Aufgabe gegeben. Was weiß denn ich? Ist ja auch wurscht. Ich fand die ganzen Szenen auf dem Piratenschiff immer sehr gruselig. Das war alles sehr bedrohlich für mich. Hook selber sehr bedrohlich und diese ganzen anderen Piraten und so. Das war alles so, ja, bedrohlich ist schon das richtige Wort. Oh, Popeye. Es gibt ja immer so diese, ihr kennt ja bestimmt diese Fan-Animationen, diese Kämpfe, wer ist stärker, Saitaman oder Superman oder Son Goku. Und dann gibt es ganz viele verschiedene Meinungen und es wird immer super viel diskutiert, wer jetzt der Stärkere ist und so weiter und so fort. Wer würde den Kampf gewinnen? Aber die wirkliche Frage, die mich mal interessieren würde, ist Popeye. Wie stark, welche Kampfkraft hat Popeye, wenn er Spinat gegessen hat? Hätte Son Goku eine Chance gegen Popeye auf Spinat? Und wie viel Spinat kann er essen? Und wie stark kann er dadurch werden? Das sind die wahren Fragen, ne? Damit sollte sich mal jemand beschäftigen. Das wäre gut. Okay. Dann machen wir jetzt Schluss mit Resident Evil Zero. Hey, heute hat mir Resident Evil Zero wieder ein bisschen Spaß gemacht. Die Affen waren nicht so schlimm, wie ich die in Erinnerung hatte. Dankeschön, T-Bone. Eine Frage bleibt, was hat Captain Planet dem Lance Squidbird Rider angetan? Ich glaube, was er mir angetan hat, ist, dass ich
mir den so oft angesehen habe und ich fand ihn stinklangweilig und es lief aber nichts Besseres. Er hat mich gelangweilt, meine ganze Kindheit lang. Das war sein Verbrechen. Genau, ich fand Resident Evil Zero heute eigentlich ganz nett. Hat mir wieder Spaß gemacht. Die Eliminatoren waren nicht so schlimm, es ist alles okay. Beim letzten Mal war ich irgendwie ein bisschen genervt. Aber wie ich schon immer gesagt habe, ne, ich finde Zero eigentlich nicht scheiße. Ich mag den Zugabschnitt und es gibt viele coole Ideen und leider auch sehr viele schlechte Ideen. Und alles in allem ist es aber ganz schön. Und jetzt spielen wir dann gleich Fallout. Ich bin in 5 Minuten wieder da. Kurze Pause. Tschüss schon mal an alle, die jetzt abhauen, weil sie kein Fallout mögen oder nur Resident Evil oder was auch immer. Ich bin gleich wieder da. 10 Minuten oder so. Tschüss.